Gut, dann nicht. Nee, da muss ich ihm was anderes später geben, okay. Weil man muss im Hinterkopf behalten, dass er gesagt hat, er arbeitet gerade an seiner neuen Stinkbombenrezeptur. Mhm. Ne? Gut, und jetzt haben wir das Kostüm und können zum Exumfling. Ach, ich kann nochmal mit ihm reden. Hallo? Ja. Entschuldige bitte? Ja. Könnte ich noch einen Ballon haben? Noch einmal. Komm schon, sei ein Freund. Na gut, aber sei dieses Mal vorsichtiger damit. Der redet wie Mario. Hat auch ein bisschen so ausgeschaut eigentlich. Sie finden die Frage 18. So, genau. Und jetzt ziehe ich dieses Kostüm mal an. Bei Tage ist er ein gewöhnlicher Zauberer. Aber wenn er Sumpfsuppe riecht, wird er zu... Tada! Sumpfman! Ein einsamer Rächer im Kampf gegen das organisierte Erbrechen. Simon vegetiert zu Sumpfling. Ich gehe nur mal eben zum Chef, okay? Kein Problem, Bill. Man sieht sich. Ich musste so. Das wieder abnehmen, um mein Gesicht zu wahren. Genau, die Uhr können wir uns mal anschauen, weil die ist stehen geblieben. Ich werde deswegen die Schnecken schälen, während du den Sumpfschlamm machst. Das sieht aus wie der Mechanismus der Restaurantuhr. Ich habe sie bereits geschält. Du wirst den Schlamm selber machen müssen. Nein, ich bin hier das... Genau, weil der Tätowierer das jetzt nicht zur Arbeit gegangen ist. Hat hier jemand einen Eilzauberer bestellt? Ich bin froh, dich zu sehen hier. Du, dein bestes Freund in ganzer Welt. Grins. Bin ich? Aber ich habe dir auf den Teppich gekotzt. Du trotzdem bestes Freund, ich je gehabt. Aber ich habe dich beleidigt und deine Suppe. Das nicht macht. Du gekommen bist von so weit, mich zu sehen. Ja. Das war ein Unfall. Was? Nun, es war eigentlich mehr ein Unfall. Nichts Unfall. Ich wünschte, alle Geburtstagsfreunde kommen. Let's party. Ich bin hier. Let's party. Besonderes Treffen ist besser als Geburtstag, besser als Ernte-Sumpftag. Ich spezielle Sumpfsuppe zur Feier machen. ja, ja. Genau, machen wir das mal für alle, die den ersten Teil nicht kennen. Ich habe nie den ersten Teil gespielt. Wie schmeckt Sumpfsuppe? Köstliche, nahrhafte Suppe, wo nur Sumpflinken zutaten. Nie fragen, probieren. Du sehr mochtest sie letztes Mal. Mochte ich? Dieses Mal neues Rezept. Extra stark, extra frisch. Klingt köstlich. Oh, warte! Ich mich gerade an etwas erinnern. Oh, kein Sumpfschlamm für Suppe. Oh nein, alle Pläne ruiniert sind. Ich nicht. Oh Gotti. Gib dir doch einfach die Kugel. Nicht funktionieren mit Kugel. Muss sein echter Sumpfschlamm. Gib dir die Kugel. Warte, sehr nett. Du könntest holen Sumpfschlamm für mich. Ich? Aber... Hier. Eimer nehmen und gehen. Ich den Rest vorbereiten. Wortlos gehen. Mit mir kann man's ja machen. Ich frag mich ein bisschen, wen zum Teufel dieser Sumpfling gepoppt hat, damit der Kinder bekommt. Magie? Magie, hä? Ja, gute Frage. Ich bin ein mächtiger Zauberer, weißt du? Ha. Das mache ich das nächste Mal auch. Was? Wenn ich irgendwo, wenn mich irgendjemand sowas fragt. Fragt? Fragt. Fragt.
Was? Wieder mächtige Zauber. Achso. So, wir holen jetzt mal ein bisschen Sumpfschlamm, ne? Hank. So, und jetzt benutzen wir den Eimer mit dem Schlamm. Ein kleiner Schritt für mich. Ja, sehr toll. Ich will das auch können. Jetzt müsste der Schlamm drin weg sein im Eimer. Ich kann nicht glauben, dass das manche Leute aus Spaß machen. So, ich glaube, mitnehmen kann ich das nicht mehr. Ja, nein. Nope. Moment. Ich glaube nicht, dass ich das noch mit mir herumschleppen möchte. Gut. So, jetzt machen wir aber nochmal schnell was. Und zwar benutzen wir die Angelrute mit See. Schätze, das hier ist die beste Stelle zum Angeln. Ich habe einen gefangen. Das ging schnell. Ich finde den Hut cool, ne? Einfach Hut, nein, passt schon. Ja, wie in D&D, dann nimm mal volle Beutel. So ungefähr, ja. Die Stelle nervt ein bisschen, weil ich da jedes Mal durchlaufen muss. Mit diesem wunderschönen Geräusch. Weil das. So. Lach für Daniel. Nein. Mein kleiner Freund. Ja. Könnte dein neuer Klingelton werden. So, das ging fix. Und? Jetzt überspringen wir alles mal, kennen wir ja schon. Kennen wir ja. So, dann geben wir ihm doch... Wo sind seine Kinder hin? Hat er die gekocht? Keine Ahnung. Riechen gut! Schmecken besser! Du versuchen! Genau richtig. Oh, noch niemals zuvor das passiert. Nichts machen. Müssen gewesen sein falsches Schlamm. Was zum Teufel hat er da reingetan? Ich muss jetzt nichts davon essen. Schwarzpulver. Hey! Oh, noch etwas übrig geblieben sein. Ist es schon so spät? Ich muss jetzt wirklich gehen. Man sieht sich. Du müssen gehen? Schon? Fürchte ja. Tut mir leid. Warte! Unterwegs? Was davon nehmen mit dir? Nein, nein, wirklich. Du kannst es ruhig für dich behalten. Freund wichtiger ist. Hier. Na, schön. Mach's gut. Du zurückkommen und Familie von mir besuchen. Sicher. Nix wie weg. So, Dele. Ich werde... Gut, jetzt haben wir Sumpfsuppe. Da gucken wir gleich mal. Machen wir das gleich sofort. Ein echtes Brechmittel.
Ein echtes Brechmittel. So. Wer hätte denn Interesse an einem richtig übel riechenden Brechmittel? Na, unser Scherzartikelverkäufer. Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber möchtest du zufällig diese faulig riechende Sumpfsuppe? Faulig riechend, sagst du? Ja, wirklich übel stinkend. Vielleicht ist das Richtige für meine Stinkbomben. Das ist perfekt! Warte, nimm ein kostenloses Probemuster. Ich füge es nur meiner Mischung hinzu. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nicht wirklich. Sie weg. Man sieht sich. Gut, gut, gut. Wir haben nun eine Stinkbombe. So. Und nun zeige ich euch, was wir als nächstes machen. Und zwar können wir jetzt nämlich zum Magiewettbewerb zurück. Und die Sache war ja die, wir kommen ja dran, sobald unsere Nummer aufgerufen ist. Ja? Und warum wir das machen? Wir wollen ja der neue Hofzauberer werden. So, jetzt sind aber die ganzen Leute hier viel zu, alle vor uns dran. Und wahrscheinlich noch besser wie wir, weil das sind richtige Zauberer. Und deswegen müssen wir jetzt das alles ein bisschen sabotieren, ja? Wir müssen praktisch als nächstes drankommen und dafür sorgen, dass kein anderer drankommt. So. Zu diesem Zwecke füllen wir diesen netten Herrn in sein Hörrohr, weil er logischerweise ein Hörproblem hat. Was genau soll das bezwecken, bitte? Ein bisschen Sumpfsuppe in sein Hörrohr. Da, er hält's dir sogar extra hin. Ich habe die Hälfte aufgehoben. Man weiß ja nie. Red mir doch mal mit dem. Hallo. Er kann jetzt absolut nichts hören. Gut, und wie machen wir den Rest platt? Ganz Shotgun. Einfach. Ja. Das geht auch. Ich glaube nicht, dass ein unangenehmer Geruch irgendwelche Auswirkungen hat. Was für eine Zeitverschwendung! Sogar dein Tod hat's umgehauen. Nach einer längeren medizinischen Behandlung. An diesen Gestank werde ich mich bis an mein Lebensende erinnern. So. Gucken wir doch mal rein, wie es jetzt ausschaut. So, die Konkurrenz wäre ausgeschaltet. Du, Junge! Zauberbuch. Was ist mit den anderen Teilnehmern passiert? Die haben alle akutes Sumpffieber bekommen. Bislang ist diese Krankheit erst einmal zuvor aufgetreten. Krankheit, sagst du? Ich glaube eher, die sanitären Anlagen hier drinnen sind schuld. So. Und wer sich wundert, warum der nicht weg ist, der hat Schnupfen, wie man es vielleicht gehört hat. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ein Zauberbuch. Wo sind denn die anderen alle hin? Sie sahen mich und wussten, dass sie keine Chance hatten. Ist die Nummer 4 noch hier? Sind Sie die Nummer 4? Hallo? Hallo? Was hat er? Das ist nur ein Wanderer, der sich hier einen Moment ausruht. Ach so. Sieht so aus, als wären Sie somit der Einzige. Kommen Sie. Jeha! Dies ist der einzige Bewerber, Euer Majestät. Nun gut, junger Mann. Möge er uns zeigen, was er kann. Alles klar. Okay. Sehen und staunen Sie. Ganz toll. Ups. Wie wär's hiermit? Gary. Ja. Aber dieser hier.
Wartet. Das habe ich gleich. Da stimmt was nicht. Versucht er zu scherzen? Nein. Das muss an der Sternenkonstellation und an dem Stand der Sonne und der Mondfinsternis und den kosmischen Strömungen liegen. An all diesem Zauberkram eben, wisst ihr? Wartet! Oh je. Stopp! Er bekommt die Anstellung, aber er soll nicht mehr weiterzaubern. Bitte! Schau, was ich habe. Super. Simon the Sorcerer, offizieller königlicher Hofzauberer. Was hältst du davon, hä? Und sie haben immer gesagt, ich würde es zu nichts bringen. So, Delle. Und jetzt kommen wir endlich in das Schloss hinein. Also, Junge, hast du das Geld? Sicher, kein Problem. Sieht so aus, als könne er nun passieren. Tja, es scheint tatsächlich so. Also, mach dich auf den Weg. Danke, Jungs. So, dann öffnen wir mal die Tür. Erstmal hinlaufen. Wer zumindest. Wo ist dein Ausweis? Es ist okay. Ich habe die Jungs da drüben bereits bezahlt. Das mag sein. Aber nur Gäste oder Diener des Königs dürfen hier passieren. Ach, gleich drehe ich durch. Hast du einen offiziellen Ausweis? Klar, hab ich. Wo ist der jetzt? Keine Ahnung. Hey, er da. Du meinst mich? Knie er nieder, bevor er mit uns redet. Träum ruhig weiter, Kleiner. Endlich kann ich auch mal jemanden so nennen. Wenn er nicht niederkniet, dann muss er sterben. Ich hab ja solche Angst. Ich mach mir gleich in die Hose. Nimm dies. Au. Und dies. Autsch. Und dies. Aua. Das möge ihn lehren, wie er mit einem Prinzen zu reden hat. Du bist ein Prinz? Wir sind in der Tat. Du wirkst nicht sehr prinzenhaft auf mich. Es liegt an diesem Blasrohr, stimmt's? Nun, es hat etwas damit zu tun. Unser Vater erlaubt uns nicht, ein echtes Schwert zu tragen. Er sagt, man könne uns keines anvertrauen. Aber es ist nicht fair! Ich will ein echtes Schwert! Keiner nimmt mich ernst, solange ich keines trage. Ich würde es ihnen allen zeigen. Aber du kannst nicht einfach rumlaufen und den Leuten den Kopf abhauen. Wir sind der Prinz. Wir können tun, was uns beliebt. Nimm dies. Au! Für den sollte man die körperliche Züchtigung wieder einführen. So. Aber wahr. Gehen wir doch mal ins Schlösschen rein. Nehmen einfach mal auf den Weg die Zimbel. Klar, warum nicht? So, bevor wir... Ach, da können wir noch gar nicht. Doch, gehen wir einfach mal rein hier. So. Ach, wie schön. Ah. Ich mach dem Ganzen gleich ein Ende. Weil das Kind mich kind aus dem echt Fuchster. Aufregt. Das macht's nicht besser. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal das Zahnrad mit. Genauso wie die Tröte da. Und die Fußballrassen. Jetzt lassen wir das Kind auch gleich mal weiter schreien. Das sind voll die schönen Plushies. Plushies? Kuscheltiere. Achso.
Ja. Ne? Aufwachen! Hallo da oben! Hallo, jemand zu Hause? Hallo! Ich bin schon wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Wo habe ich nur mein Sausephon gelassen? Das ist eine Treppe. Probieren wir es einfach mal. Wow. Wow. Sie muss taub sein. Sie muss taub sein. Und das wird genauso wenig funktionieren. Sie muss taub sein. Aber wer das Märchen kennt, der weiß ja schon, was wir zu tun haben. So. Die Prinzessin und die Erbse. Ah. Ich erinnere mich. Hat er sich endlich dazu durchgerungen zu arbeiten? Guten Morgen, Euer Majestät. Guten Nachmittag wäre die treffendere Wahl. Nun, für uns Zauberer ist die Zeit unbedeutend. Bei unserem Streben nach magischer Perfektion. Wäre für ihn eine Enthauptung auch unbedeutend bei seinem Streben nach magischer Perfektion? Das kommt darauf an, wer enthauptet wird. Er selbst. Schon kapiert. Gut. Er möchte sicherlich erfahren, was seine erste Aufgabe ist. Selbstverständlich, Majestät. Nun, nachdem unsere Amme diesen tragischen Unfall erlitten hat, haben wir einen gewissen Mangel an babypflegendem Personal. Er möge daher in die Kinderstube gehen und das Baby zum Schlafen bringen. Hat er verstanden? Was ist mit der Amme passiert? Ja, frag mal das. Was ist mit der Amme passiert? Ein tragischer Unfall, wie ich bereits sagte. Es begab sich, dass jemand absolut zufällig und unbeabsichtigt ihren Namen auf die Enthauptungsliste setzte. Wir wissen immer noch nicht, wie dies geschehen konnte. Nun, Fehler wie diese passieren eben mit unzuverlässigem Personal. Oh, ich gehe dann und sehe nach dem Baby, ja? Gut. Wenn er fertig ist, möge er den Rest des Tages zu seiner freien Verfügung haben. Gut. So, da geht's zur Schatzkammer. Und da liegt vermutlich auch das Bett voll, das wir besorgen müssen. Hey! Ja? Wir dachten, ihn geheißen zu haben, nach dem Baby zu sehen. Ach ja, ich vergaß. Gehe er. Sofort. Okidoki. So. Immerhin hat er sich vom König verneigt. Hätte ich nicht von Simon gedacht. Ist auch ein süßes Viech. Die königliche Robbe. Das ist wieder einer dieser Übersetzungsfehler. Da nimmt man ein B zu viel und dann das. Ja, königliche Robe, königliche Robbe. Potato, Potato. Ich glaube, die Robbe ist genauso gut, oder? Ja. Komm, meine kleine Robbe. Die Krone! So. Meinst du, gibt sich wirklich mit der königlichen Robbe zufrieden? Schau mir doch mal. Und der will ein Schwert haben. Eieieiei. So viel zu tun. Keiner denkt an mich. An den Spieler. Ach, das können wir noch gar nicht machen. Fällt mir gerade ein. Okay, aber ich glaube, das ist jetzt eher Stunde sowas rum. Ich check mal kurz. Mhm. Ja. Gut. Gut, 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 gut. Das heißt, wir machen das nächste Mal hier weiter. Und wie immer, hoffe, hat euch Spaß gemacht, bla bla bla. Schlaf gut halt. Und ja, das. Oder guten Morgen. Guten Morgen. Fröhliche Weihnachten, wollte ich schon sagen. Gut. Ja gut, also dann, wir sehen uns bald wieder. Gut, macht's. Lebt wohl. Tschüss.